Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Total War Shogun 2. Historische Schlachten live virtuell miterleben. Wir beginnen diese Runde mit einer würdigen Braut für Hojo Ochiteru, einem Sohn von mir. Diese ist eine habgierige Frau, plus 5% auf die Unterhaltskosten aller Einheiten unter dem Kommando dieses Mannes. Plus 1 auf die Moral für alle Einheiten unter dem Kommando dieses Mannes. Plus 5 auf Unterhaltskosten, aber das ist so schön, ich muss es haben. Nein, plus 5, nein. Was fällt dir ein? Kommunismus, sage ich. Kapitalismus in diesem Clan toleriere ich nicht. Nein. Mission erteilt. Ressourcenverwaltung. Unser Clan wird stärker, mein Lord. Doch fehlt uns noch immer eine eigene Nutzholzquelle. Zwar erhalten wir Nutzholz auf dem diplomatischen Weg. Eine dauerhafte Versorgung lässt sich aber nur sicherstellen, wenn wir eine an kräftigen Bäumen reiche Provinz kontrollieren. Unsere Strategen haben eine solche Provinz ausgemacht und ich empfehle die unverzügliche Eroberung. Ja, und wo? Hida. Das links oder rechts? Meister des Schiffsbaus. Erwerb und Einsatz der bestmöglichen Bau... Alter, mein Deutsch, Hilfe. Erwerb und Einsatz des bestmöglichen Bauholzes hat die Effizienz eurer Schiffbauer gesteigert. Schiffbauern, wow. Das sind ja Marine... Zivilisten, die auf offenem Meer Felder anlegen und so, auf dem Schiff. Ja. Minus 35% auf die Rekrutierungskosten von Schiffen. Naja. Wo ist das? Da! Da oben! Nein. Ist nicht hier irgendwo Bauholz? Oder so? Oh, nein. Sehr gut. Ach, es ist Winter gerade. Okay, sehr gut. Du bist da. Oh. Hier. Genau. Sehr gut. Muss hier was repariert werden? Nein. Dann du da. Gut. Wie sieht es mit der Besteuerung aus? Alle zufrieden? Oh, nein. Ey. Oh. Oh, okay. Die wollen alle nicht. Okay. Habe ich Familienversammlung? Den kann ich nicht adoptieren. Nein, kann ich nicht. Na gut. Brüder. Mhm. Da habe ich nicht. Noch nicht. In der nächsten Runde geht es los, wenn ich mich nicht irre. Hier ist die Rekrutierung fertig. Da ist noch eine Runde. Da ist auch noch eine Runde. Ich weiß nicht. Müsste reichen. Aber hier könnte ich rekrutieren. Einfach um zu haben, oder? So, ja. Dann würde ich jetzt anfangen, die Truppen zu bewegen. Halt, der rekrutiert noch ab. Der hier ist fertig, genau. Gut. Kann ich da eigentlich was rekrutieren? Wie viel Bogenkubaya habe ich? 2. Naja, reicht das? Reichen 2 eigentlich? Wäre gut, glaube ich. Wäre gut. Dann noch 2 Bogen. Noch einen Bogenkubaya. Wäre gut. Was ist mit den Handelsdingern? Besetzt. Immer noch besetzt.
Gut. Weiter geht's. Clan. Dieser Tab listet die Clans auf, deren Territorium. Dieser Tab zeigt alle auf dem Feld befindlichen. Okay. In diesem Tab werden sämtliche Flotten. Provinzen. Dieser Tab zeigt alle von uns kontrollierten Provinzen mit Namen an und zeigt öffentliche Ordnung, Spezialisierung, Nahrung und Wohlstand. Die Liste ja, das interessiert mich jetzt nicht. Ich habe wirklich keinen Bock, das zu hören. Ihr könnt ja Pause drücken und es euch durchschließen, wenn ihr wollt. 5 Schiffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einheiten. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus Verstärkung. Genau. Hehehe. Nice. Dann geht es weiter mit der nächsten Runde. Keda, Date, Shunkabe, Shoni, Orochi, Yamana, Hatakayama, Tsutsui, Satomi, Ashina, Honma, irgendwelche fahrenden Händler, glaube ich, und wir haben Frühling. Der Meisterbericht, sehr gut, Baubericht, Reisbürse, Magistrat, Mikawa und Suruga, oder? Genau, Mikawa und Suruga, ja. Ach, da steht ja niemand mehr, genau. So, der ist jetzt einsatzbereit. Offiziell. Oh, da kann ja weit auf. Das? In diesem Fenster könnt ihr Armeen und Flotten manuell zusammenlegen, um die stärkstmögliche Streitkraft zu schaffen. Wählt zunächst die entsprechenden Einheiten oder Schiffe und bewegt sie durch Klicken des Feldes in der Mitte von einer Streitkraft zur anderen. Ach so. Es ist möglich, gleichzeitig mehrere Schiffe oder Einheiten zu bewegen. Es können nur maximal 10 Schiffe in einer Flotte sein. Okay, dann hier, tausche ich dich mit dem hier. So, ja. Ja, annehmen. Alles klar, jetzt verstehe ich. Okay. Dann habe ich 2 Flotten sozusagen. Ja, scheinbar. Gut. Dann bist du halt dahin. Ja, gut. Ja, gut. Du musst in dem Hafen sein, um repariert werden zu können. Okay, du musst nicht repariert werden, das heißt, du gehst raus aus dem Hafen. Und du gehst rein. Jetzt kannst du repariert werden, genau. Muss ich was rekrutieren? Nein, muss ich nicht. Gut. 2 Armeen. Als die Armee. Au. Ja, dürfte reichen. Dann kann ich mehr besteuern. Nein. Gut. Könnte ich leider nicht weiter bewegen. Das Ding muss ich mal upgraden, ne? Genau. Aber ich muss dafür erstmal die Bewässerung verbessern. Wie lange brauche ich? Noch 2 Runden und dann muss ich das hier machen, ne? Genau. Genau. Gut, dann nächste Runde. Ore, Takeda, Date, Tsutsukabe, Shoni, Orochi, Yamanai, Takaoka, Hatakeyama,
Tsutsui, Satomi, ich glaube, das war das Shogunat dort gerade. Ashina, Honma, europäische Händler oder was? Habe ich das richtig gelesen, europäische Händler? Was ist mit den Piraten eigentlich? Krieger rekrutiert, wo? Da. Ah. Okay. Ja, stimmt. Ich hab gleich Knarren. Gut. Ich platziere die schon mal in Bereitschaft. Hier sind ja alle fertig. Wie reden die denn? Hilfe! Mit feurauer Stimme. Bim, 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 pom, 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 pom. So. Nee, weiter können die nicht laufen. Okay. So. Ja, gut, dann halt das Schiff. Ach nee, Moment, das sind ja schon alle da, oder? Ja. Gut, dann wird jetzt in der nächsten Runde invasiert. Wir haben was gerade? Sommer. Okay. Ich erwarte, dass wir in der nächsten Runde diese eine Stadt dort einnehmen. Festung? Da sind die Festungen, glaube ich. Huch, wer war das denn? Da ist ein Mönch gerade vorbeigelaufen, glaube ich. Ach, da sind sie ja, die Boku-Piraten. Kunst wird beherrscht, Angriff durch Feuer, sehr gut. Von allen Elementen ist es das Feuer allein, das Angst und Tod verbreitet. Und Wasser. Ja, das brauche ich ehrlich gesagt nicht, weil... Oh, ehrgeizige Händler. Händler, die in unserem Hafen arbeiten, haben vorgeschlagen, den Handel zwischen unserem Clan und Nationen auf Übersee zu steigern. Sie bitten um die Genehmigung, in überseeische Handelsmöglichkeiten zu investieren. Erhöhter Handel mit wohlhabenden Nationen wird unser wirtschaftliches Schicksal in die richtigen Bahnen lenken. Die Händler werden ordnungsgemäße Lizenzen erhalten. Fremder Wohlstand. Ich muss gleich niesen, glaube ich. Hilfe. Ah, die Nase juckt. Okay. Eure Bemühungen um Handel mit ausländischen Kräften haben eure Importe ansteigen lassen. Zu 25% auf Güter aus Handelsposten. Oh, zu 50% Bonus auf Städtewohlstand durch Häfen. Oh. Und hier, bevor wir nach den nach Handelsbeziehungen mit fernen Ländern suchen, sollten wir uns darauf konzentrieren, den Handel innerhalb Japans zu verbessern. Florierende Märkte. Aufgrund eurer Handelsbemühungen blüht der Handel nun in euren Landen. Plus 25% auf das Handelseinkommen, in Klammern nur Steuern, und plus 5 Städtewachstum pro Runde in allen Provinzen. Nein, das hier bringt mir tatsächlich mehr. Überseeische Prioritäten oder heimische Prioritäten? Natürlich überseeische. So, cool. Ach, da oben sind die Effekte. Ah, okay. Dann, Attacke, ZTI. Wer darf angreifen? Ach du, da komm. Halt, ich speichere vorher. Speichern. Let's play Hojo, genau. Jawohl. Und nicht vergessen. Hier, hier waren die Künste, genau. Das da brauche ich. Genau. Und. Nein, kann ich nicht, okay. Ah
hier war das. Genau. Möglich Gebäude Einheiten. Wo ist da der Unterschied eigentlich zwischen denen und denen? Reichweite 450, Position 25, 35, 25. Ah, bessere Präzision. Okay, das lohnt sich tatsächlich schon mal. Gut, dann, da war ja noch ein Mensch oder so, ne? Ach, der ist vorbeigerannt. Dann würde ich sagen, Attacke! Ne? Dahin oder? Da. Ne, sofort dahin lieber, oder? Ja. Krieg erklärt. Ich werde mir euer Angebot anhören und nach bestem Ermessen antworten. Krieg! Es sei also Krieg. Viele Männer werden wegen der hier gesprochenen Worte sterben. Ja. Lagerung bitte. Ich könnte das sogar alleine. Aha, wie geil. Soll ich? Ui. Nee, Moment. Ich Lagerung fortsetzen. Ich stelle die trotzdem mal in die Nähe. Na? Irgendwie in die Nähe. Wieso? So, dann du weiter. Jawohl. Nein, automatisch bitte. Obwohl, ich hätte jetzt mal die Bomber nehmen können. Naja. So. Wir haben nur einen einzigen verloren. Ja, geil. Und nur, das ist nur ein einziger Bomber gewesen. Geil. Jawohl. Das nenne ich mal Effizienz. Jawohl, ja. Provinz erobert. Friedlich besetzen, ja. Ja. Nationales Ansehen. Oh, ganz Japan spricht über unsere Heldentaten. Der Name unseres Daimyo ist in aller Munde und verbreitet Ehrfurcht und Furcht zugleich. Bald schon wird der Shogun gegen uns vorgehen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Oh, oh. Großteil der japanischen Bevölkerung spricht von eurem Clan. Prominent. Durch das Bestreiten von Gefechten, das Erobern von Provinzen, zum Beispiel der Ehre eures Daimyo, erhaltet ihr Clanruhm. Mit dem Anzeigen des Clanruhms werden andere auf euch aufmerksam werden. Vermutlich wird euch sogar das Shogunat teils als Bedrohung seiner Herrschaft empfinden. Oh oh. So, muss hier was repariert werden? Ja. War das vor? Da gibt's sonst nichts, nicht viel, okay. Hoch, nur einer? Der Daimyo? Der Daimyo! Ha! Na dann. Bitte hinsetzen. Dann setze ich die mal an den Hafen dort. Genau. Wie gut ist der Hafen eigentlich? Ja, sehr klein, sehr, sehr klein. Die Straßen könnte ich upgraden. Hier aber auch.
Okay, wird Zeit, die Straßen abzugraden. Ich fang mal hier an. Halt hier. So. Sehr gut. Oh, uns erobert. Ja. Krieger rekrutiert. Ja. Und ein Sohn wurde geboren. Hojo Kagemasu. Jeder Mann braucht eine. Ja, okay. Jo, läuft. Vier Kinder hat er schon. Ja, gut. Ja, es herrscht Krieg. Kann sein, dass nur drei überleben oder einer. Ja, wow. So, sehr gut. Ja, das war's. Das war's für diese Runde. Ja, ja! Das Ding ist frei, das Ding ist frei. Yippie, ja, yay. Diplomatie-Date. Dann lasst uns von den wichtigen Dingen sprechen. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Ja, das könnte ich tatsächlich sogar machen. Feinde? Einen... Ja... Ja, könnt, ja, doch. Ey, komm, ein Bündnis. Das ist ein gutes Ende eines ehrenvollen Treffens von Kriegern. Ich danke für eure Aufrichtigkeit. Yay, danke für deine Höflichkeit. So, weiter geht's. Ja, ein neuer Freund, Date, Date. Ich hab Date, hahaha. Oh, nein, nein, nein. Oh, was? Wer ist das? Was? Wer belagert da? Mein Lord, eine eurer Seehandelsrouten wird von einer feindlichen Flotte angegriffen. Ohne euer Eingreifen wird sie weiter plündern und sich sämtliche Waren und das gesamte Einkommen unter den Nagel reißen. Schmuser. Oh. Seehandelsrouten überfallen. Nein. Ich mach dich tot! Naja, dafür habe ich ja die Flotte. Moment, sind das dieselben? Ach, das sind dieselben. Und hier war noch irgendwas, ne? Was war das? Die Flotte, damit werden sie richtig durchspielen. Ja, ist das hier mein Handelsding? Hojo? Ja, ich glaube, Chozukabe dürfte das hier gleich dingsen, oder? Nee, Chozukabe ist ja da. Die wollen mich doch veräppeln. Aber ist das Ding jetzt wirklich wieder besetzt? Nein. Mano. Hier war das. Nein. Ja, Mana, warum? Warum? Ach, schade. Schade, naja, okay. Es ist Winter gerade. Gut, Flotte, Abmarsch. Bin ich mit jemandem hier im Krieg eigentlich? Nur mit Satomi gerade, okay. So, hier, ne? Ah, nur die betrifft. Okay. Feindlicher Ninja entdeckt. Wo? Oh. Ich wusste es. Wachsende Unruhe. Wo? Warum? Ach so. Krieger rekrutiert. Sehr gut. Wachsende Unruhe. Wer wagt es? Wo wagt es? Widerstand gegen Invasoren. Nani! Da muss wohl einer dort bleiben, wie es scheint. Okay, dann. Wer hat die größte Loyalität? Du da! Gut, du bleibst da. Daneben. Moment, wer ist das? Einer. Keiner. Deportierung.
nicht Rekrutierung, sondern Dingsen. Und kann ich dein Ninja? Nein. Kann ich dein Ninja? Nein. Ich brauche einen Ninja. Ja. Na gut. 500 habe ich noch gerade so. Ach, soll ich machen. So, ja, sehr gut. Wie heißt du? Noriyasu. Ninja Itsu. Okay. Das ist, ja, danke. Ja. Gut. Ja. Bitte dann. Den da abmurksen. Nicht Kopfschütteln, bereit machen für nächste Runde. Vielleicht hätte ich. Ach, egal. Jeder hier angreifen soll, glaube ich. Sechs verloren. Oha. Eine Kavallerie hat mehr Schaden angerichtet als ein ganzes Dings. Das waren die Yariashigaru. Sehr gut. Gutes Teamwork. Hurra. Level up. Level up. Sehr gut. Ein Bruder. Ja, genau. So. Bisschen, ah ja. So, jawohl. Und Gefolge. Heldenhafter Samurai. Ein Samurai, der seinen General schützt, sollte die Chance bekommen, seine Tapferkeit erneut zu beweisen. Auf Kommando bei Verteidigung zu Land. Und Schlachtfeldbote, die Befehle eines Generals müssen befolgt werden, sonst wird Tapferkeit vergeudet. Du hast einen auf den Angriffsbonus der Kavallerie oder dem Kommando dieses Mannes. Ich glaube, ich nehme hier den heldenhaften Samurai. So, sehr gut. Feldverteidigung. Ah ja. Oh ja, ich kann auch mal angreifen. Yay. Lagerung fortsetzen. Jawohl. Und dich stelle ich näher ran, einfach aus Prinzip. Sehr gut. Und das war's auch schon für diese Folge. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es weiter. Und bis dahin, Sayonara. Hey, das hat sich ja fast schon gereimt. Vielleicht werde ich irgendwann ein japanischer Poet nach diesem Let's Play, keine Ahnung.